Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Unboxing. Und wir hatten gerade die Kamera ausgepackt. Ich weiß nicht, ob ich das Video überhaupt online schalte, weil das ist mir nicht so wirklich gut gelungen, weil ich so aufgeregt bin. Wir wollen aber jetzt mal den externen Akku hier auspacken und warum man sowas braucht. Und zwar ist das ein Akku-Dummy auf Deutsch. Hier sind auch ganz viele Zettel wieder mit drin. Braucht kein Mensch. So. Können wir wieder zumachen. Und zwar ist das ein Akku-Dummy. Wofür ist ein Akku-Dummy? Wenn man die Kamera, also das ist jetzt für die Alpha-Reihe und auch für andere Modelle, die den Akku FN50 war es, glaube ich, haben. Hier haben wir die Kamera und hier unten ist der Akku drin. So, den holen wir jetzt mal raus. So, das ist dieser Akku. Und der hat natürlich nicht so die Dauer, um die Kamera mit Strom zu versorgen, für ein Hangout oder für einen Livestream von ein paar Stunden oder so, wenn man die Kamera benutzen will. Also macht man einen Akku-Dummy. Das ist praktisch eine Hälfte davon. Ihr seht schon, das sieht aus wie der normale, wie der Akku. Ich halte es euch mal so hin, außer dass das halt hier nicht beschriftet ist. Aber die Anschlüsse sind identisch. Ist auch ein Originaler von Sony. Und auch hier, wartet mal, mit dem W und so ist auch alles identisch. Mensch, ich mach mal so. So. Und dann haben wir hier ein Langkabel, damit man das dann an Strom machen kann. Und dann läuft die Kamera auf Strom. So, ich zeige euch das mal. Wir nehmen dann einfach mal hier die Kamera auf. Den Akku-Dummy, gucken, wo die Kontakte sind. Die sind da drüben. Stecken das hier so rein. Und um das zu fixieren, haben wir hier unten, wenn wir das so ein Stück reindrücken, haben wir da so eine blaue Klammer. Dadurch fällt der nicht raus. Sieht aber ein bisschen blöde aus, wenn das Akkufach hier so die ganze Zeit offen ist. Seht ihr das hier? Und da hat man ja auch Angst, dass man das kaputt macht oder so. Dafür hat Sony sich was anderes einfallen lassen. Ich muss mal gerade gucken, wo es war. Hier. Muss nur gerade gucken, wie man das aufkriegt. Oh, da habe ich aber selbst ich Probleme hier mit meiner. Achso, das ist automatisch. Das kann man hier rausnehmen. So. Und dann zumachen. Und dann ist die Kamera komplett zu. Auch das Fach ist unten zu und der Kabel vom Dummy kommt dann praktisch aus so einer kleinen Lücke. Die hat Sony schon mit Absicht so gelassen. Haben sie nachgedacht. So. Und um das Ganze dann mit Strom zu versorgen. Wartet. Haben wir. Dann noch hier nochmal einen Kaltgerätestecker. Ja, den kennt er. Hier normaler Strom. Was ich sehr gut finde, dass der ziemlich lang ist. Ja, den steckt man dann halt hier rein. So. Und dann kommt der an eine Steckdose. Der ist auch gar nicht mal so schwer. Muss ich mal gucken vom Monitor her, ob ich das unten liegen lassen kann. Oder ob ich das vielleicht oben mit Klettband irgendwie festmache oder so, das müsste man mal sehen. Aber der Kabel ist wirklich, ja, ich weiß, dass das heißt das Kabel, aber der Kabel ist wirklich ziemlich lang. Und dann haben wir halt den Vorteil, dass wir die Kamera für Hangouts und für Videos nutzen können. Das machen wir mal wieder so. Oder auch als sozusagen als Webcam nutzen können mit einer super Qualität. Mausi. Ja, Mausi ist gerade rollig. Und
die wirklich eine super Qualität hat. Die Sony-Kameras stehen ja eigentlich dafür, dass sie halt auch bei schwachem Licht ein gutes Video, ein gutes Bild machen. Und dann haben wir dann praktisch hier schön am Strom dran. Und wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass der Akku alle wird oder sonst irgendwas dergleichen. So, ist eigentlich eine super duper Möglichkeit. Ich mache das aber erstmal wieder raus. Dafür müssen wir jetzt diesen blauen Pinöpel hier einmal so ein bisschen beiseite drücken. Und dann kriegen wir den hier wieder raus. Können den Akku ganz normal wieder einsetzen. Der rastet natürlich auch ein. Und dann machen wir hier so zu. Und fertig ist. Und das werde ich dann halt hinterm Monitor irgendwie verstecken, verbauen, dass das dann halt Strom kriegt. So. Das. Ja, die Katzen. Kurz und knapp halt. Ich werde auch noch mal ganz später ein Fazitvideo machen und euch zeigen, wie ich das angeklemmt habe und wo die Kamera denn alles ist. Also einmal hier, einmal am Monitor und wie ich das dann alles mache. Das kommt, wenn alles fertig ist, die Kamera eingerichtet ist, ich mich damit drin gefuchst habe, kommt noch mal ein komplettes Video. Also das, aber ein bisschen Zeit bitte. So, das soll es denn jetzt für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Däumchen wären Träumchen natürlich. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin.